Jetzt spielen wir schon über 2 Stunden und haben noch nicht einen Cent in der Kasse. Ich schlage vor, wir suchen uns einen anderen Platz. Ich schlage vor, wir bleiben hier. Hier ist es mollig warm. Gar nicht dumm, Stanley. Hier ist es beinahe so warm wie in Florida. Vor allem riecht es hier so wunderbar nach Bratensoße. Bratensoße. Komm, fangen wir an. Frau? Sagen Sie, wie viel Piepen kassieren Sie an jeder Ecke pro Stunde? Mal nachrechnen. Sag nicht zu wenig. Hier ist es viel besser als da, wo wir vorhin waren. Ich würde sagen, 50 Cent an jeder Ecke. Da. Danke. Es war sehr schön, aber schiebt ein paar Ecken weiter. Bei dem Sauwetter geht ja nicht mal ein Hund auf die Straße. Wenn wir hier noch lange rumstehen, friere ich mir die Füße an. Ja, was sollen wir denn machen? Ich schlage vor, wir gehen erstmal zu mir nach Hause und wärmen uns Tag. Aus. Ach. Ab die Post. Lass doch das sein. Als ich noch ein Jüngling war, da war das Leben schön. Die Sonne schien so hell und klar, wie schnell die Zeiten hat ja ein Straßenköter mehr Schmelz in der Stimme. Ignoriere ihn. Der hat ja von Kunst keine Ahnung, dieser Laffe.
Hier war's. Ich zähle. Wieso habt ihr es denn so eilig? Der da will unser Geld stehlen. Verzieh dich! Ja. Schwer ab, aber schnell. In der Gegend müsst ihr verdammt auf Draht sein. Hier wimmelt es nur so von Dieben und Mördern. Wegen eines Dollars schneiden die einem die Kehle durch. Wir rechnen es ihnen hoch an, dass sie uns vor diesem Kerl in Schutz genommen haben. Naja, ist schon gut. Vielleicht können wir uns bei Gelegenheit dafür revanchieren. Ich schlage vor, wir gehen was essen, bevor sie uns die Kehle durchschneiden. Die beste Idee des Jahres. Aber Sie müssen mitgehen, Sie sind mein Gast. Mir soll's recht sein, einverstanden. Moment bitte noch, Herr Wachtmeister. Gut. Hast du das Geld noch? Hier geht's lang, Herr Wachtmeister. Schön. Ich weiß da auch eine prima Kneipe. Gibt's dort was zu essen? Ja. Na fein, gehen wir dahin, wir werden furchtbar Ihnen auf die Pauke hauen. Peter, ich möchte ein paar Freunde vorstellen. Oliver Hardy, mein Name. Mr. Hardy. Der Mr. Laube und Mr. Peter. Freut mich. Tag. Na, wie geht's denn, Frank? So mittelprächtig. Hast du Dienst frei heute Morgen? Ja, seit einer halben Stunde. Aha. Was haben Sie für Wünsche, meine Herren? Was sagen Sie zu einem saftigen Steak, Wachtmeister? Ja, das ist ein Wort, nicht schlecht. Drei riesen Saftsteaks. Mit viel Zwiebeln. Gut, ja. Also jede Menge Zwiebeln, Garçon.
Wie Sie wünschen. Herr Garçon, bitte bringen Sie mir auch ein Dessert. Sehr wohl. Ich möchte auch eins zum Steak. Aber Stanley, man isst doch zu Steak kein Dessert. Bitte nur ein Dessert. Gut. Moment, Garçon, ich möchte vorher noch ein halbes Tässchen Fleisch brühen. Sofort. Hallo, Gaston. Mir bringen Sie eine ganze Schüssel voll Fleischbrühe. Eine Schüssel voll Fleischbrühe? Wo kommst du bloß her? Gib mir das Hors d'oeuvre. Entschuldigen Sie bitte seine Unwissenheit. Oh. Es ist mir eine besondere Ehre, in Ihre Gesellschaft zu speisen. Darf ich fragen, wo Sie Ihre Ferien verbringen? Ich... Das war das beste Steak meines Lebens. Freut mich, dass es Ihnen geschmeckt hat. Und annehmen und dann bezahlen! Was erlauben Sie sich? Los, lass! Los, lass! Los, lass! Los, lass! Los, lass! Los, lass! So geht es nicht, kein Geld hat. Sie Leine, nur lass dich ja nicht mehr blicken. Der ist bedient. Was ist denn da los gewesen? Ach, der Gauner hat seine Rechnung nicht bezahlen können. Hast du noch das Geld? Kann ja mal vorkommen, dass man sein Geld vergessen hat. Aber es ist natürlich verflixt peinlich. Allerdings. Garçon? Bitte, mein Herr. Die Rechnung bitte. Ja, jawohl, sofort, mein Herr. Danke vielmals. Sehr nett von Ihnen, aber seien Sie mir nicht böse, wenn ich das übernehme. Nein, nein, das kann ich nicht zulassen. Sie sind unser Gast, unser Ehrengast. Ja, keine Widerrede. Nein, 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 nein. Na gut. Das ist er. Oh. Ihr seid also zwei ganz billige Taschendiebe. Nein, wir wollen... Nein, wir wollen... Hört auf! Jedes Wort ist zu viel. Dafür gibt's 10 Jahre Knast. Wir haben's doch nicht böse gemeint. Wir wollten Ihnen was Gutes antun. Ich weiß noch was viel Besseres für euch. Hey, Peter. Ja, Frank, was kann ich für dich tun? Pass auf. Ich möchte mein Essen selbst bezahlen. Mach diesen beiden Herren eine Extrarechnung. Okay, hab verstanden. Hey, Peter, die haben keinen Cent in der Tasche. Wenn ihr hier fertig seid, sprechen wir uns draußen. Ich warte auf euch. Hast du denn gar kein Geld bei dir? Nein. Hey, sind wieder zwei an der Reihe. Raus mit dem Spickboden! Ah, 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 ah,
Stehen! Was machst du da? Die haben mich in das Fass Wasser gesteckt. Dreh doch kein Blech, Fasswasser. Ich sehe kein Wasser. Ich hab's getrunken. Stell's dir auf! Was hast du denn, Sten? Arme Sten, was ist denn? Oh, was machen wir denn? Hilfe, Hilfe! Ja. Ich muss mal. Oh. Ja.